Und jetzt möchte ich dir auch erzählen, warum die erste Zeit in Kupangan einfach katastrophal für mich war und sich auch gar nicht gut angefühlt hat. Ich wollte einfach gar nicht hier sein. Ich wollte eigentlich wieder weg. Meine Kamera, mein Mikrofon wurde mir aus meinem Scooter herausgeklaut hier in Thailand, an einem Ort, wo sowas eigentlich unmöglich ist. Willkommen zu einem neuen Podcast. Yes, lange ist es her, Freunde, aber ich habe richtig Bock, mal wieder einen Podcast aufzunehmen und euch ein bisschen was aus meinem Leben hier aus Kupangan zu erzählen. Puh, es ist unfassbar viel passiert. Ich bin ja im Mai nach Kupangan gekommen und mein Cousin hat mich damals überrascht. Er kam einfach in einem Moment, wo es mir überhaupt gar nicht gut ging. Also es war wirklich, eigentlich war ich mental gar nicht in der Lage, irgendwie überhaupt Besuch zu haben. Und ja, das war eine sehr, sehr herausfordernde Zeit. Und jetzt möchte ich dir auch erzählen, warum die erste Zeit in Kupangan einfach katastrophal für mich war und sich auch gar nicht gut angefühlt hat. Ich wollte einfach gar nicht hier sein. Ich wollte eigentlich wieder weg. Es war richtig krass. Und jetzt nach 3,5 Monaten, die ich jetzt schon hier bin, hat sich wirklich alles verändert. Und ich bin so unglaublich dankbar und so unglaublich froh darüber. Auch wenn krasse Sachen passiert sind, wie zum Beispiel, dass ich hier krass beklaut worden bin. Meine Kamera, mein Mikrofon wurde mir aus meinem Scooter herausgeklaut, hier in Thailand, an einem Ort, wo sowas eigentlich unmöglich ist, sagt man. Aber ja, genau hier ist es mir passiert. Das ist so krass, weil in Mexiko ist mir das nicht passiert. Aber in Thailand, Leute, da siehst du mal, dass überall ist alles möglich, wenn man danach geht. Und ich glaube, es ist auch aus einem bestimmten Grund passiert. Es war natürlich Katastrophe für mich. Ich habe mich richtig schlecht gefühlt. Ich war so traurig, ich habe geweint. Ich hatte erstmal Liebeskummer eine Woche, weil ich mir dachte, ey, ich habe so hart an meinen Projekten gearbeitet. Es ging auch gar nicht darum, dass ich irgendwie... ja, nur wegen der Kamera und wegen dem Mikrofon. Es ging darum, dass ich gerade meinen Zweitkanal aufgebaut habe und angefangen habe, mein Coaching zu vermarkten und so viel Zeit da rein investiert habe. Und dann auf einmal ist mein Arbeitsmaterial weg. Das ist so, wie wenn ein Musiker keine Instrumente mehr hat zum Spielen. Ich meine, wie willst du deine Sachen weitermachen, weißt du? Und es war richtig, richtig schwierig für mich. Ja, Katastrophe. Dann habe ich angefangen zu fasten und das hat mir wieder geholfen. Ihr wisst ja, Fasten ist ja eh mein Tool. Hier auf Kupangan kann ich tatsächlich sehr, sehr gut fasten. Es ist so krass, auch wie viele Leute hier mit mir schon gefastet haben beziehungsweise schon Coco-Talks gemacht haben, weil sie inspiriert worden sind, weil ich das geteilt habe. Richtig genial. Aber ganz kurz nochmal, jetzt hast du dich wahrscheinlich auch gefragt, okay, Justin, wie ist das passiert mit den Sachen? Wie sind die weggekommen? Es war so, dass ich die in meinen Scooter hatte. Also ich bin auf ein Event gefahren, Shivari. Und da hatten wir so ein Painting-Event. Hier auf Kupangan gibt es ja so bestimmte Events. Kannst du dir vorstellen, so Conscious-Events. Ob das Singing ist, Singen, Ecstatic Dances, irgendwelche Bemalungen. Oder also wir haben uns da zum Beispiel angemalt an dem Tag mit Kakao. Total interessant war das auch. Und haben so ein bisschen Prayer gemacht und Breathwork und so. Und ich erinnere mich, dass ich nicht an meine Sachen rangegangen bin. Also ich habe die Kamera und das Mikrofon mitgenommen, weil ich dachte, ah, vielleicht nimmt man ja irgendwie doch mal was auf, ja. Habe das quasi in meinen Scooter gepackt und ich bin aber nicht mehr rangegangen. Und jetzt könnte man auch meinen, vielleicht habe ich die, den Scooter, wie sagt man denn dazu? Kofferraum? Du wirst schon, den Raum, wo man den Helm eigentlich reinmacht und so weiter. Habe ich nicht zugemacht, aber ich habe den zugemacht. Und ich bin nicht an die Sachen mehr rangegangen, weil ich musste da nicht mehr ran. Das heißt, irgendwer muss einen Schlüssel gehabt haben, irgendwie diesen Scooter-Dingens aufzubekommen. Ich verstehe es bis heute nicht, Leute. Es ist richtig komisch. Und ich war abends ja am Zen Beach noch. Wir waren da bei einem Freund und haben dort noch, was haben wir da gemacht eigentlich? Ein Fotoshooting, glaube ich, ne? Hatten wir da gemacht, genau. Und dann bin ich halt nach Hause gekommen und habe dann gesehen, dass die Sachen nicht mehr drin sind. Ich dachte mir so, hä? Ich dachte mir noch, vielleicht habe ich die irgendwie woanders hingelegt oder rausgenommen, irgendwo vergessen. Aber ich habe reflektiert, nein, Mann, ich war da nicht dran. Ich bin so verpeilt, bin ich auch nicht. Ich bin eigentlich sehr achtsam, was meine Sachen angeht. Vor allem, wenn es jetzt um meine Kamera geht, ja, oder mein Mikrofon. Ich bin nicht so verpeilt, dass ich Sachen irgendwo liegen lasse oder vergesse. Sowas passiert mir nie. Nie, nie, nie. Mir passiert auch nie, dass ich irgendwas verliere oder so. Deswegen, da wusste ich schon dann eigentlich sofort, oh shit.
da ist was Krasses passiert. Ich habe ja gehofft, dass ich die Sachen auch wiederfinde im Marketplace oder so, aber nein, ist nicht der Fall gewesen. Aber ich habe jetzt eine neue Kamera und ich habe jetzt wieder mein Mikrofon, aber jetzt dasselbe, nur halt neu gekauft nochmal. Und ich muss sagen, es ist okay. Meine Mutter hat mich supportet, die hat mich dabei unterstützt, dass ich die Sachen wieder bekomme. Vielen lieben Dank nochmal dafür, dass meine Mutter mich gerade allgemein supportet, weil die Situation ist ja auch so, dass ich hier nach Thailand hergekommen bin, weil ich wirklich vorhabe, mein Business aufzubauen. Ein Business aufzubauen, was ich schon seit Jahren aufbauen will oder schon im Kopf hatte. Und jetzt ist es an der Zeit. Ich fühle endlich, dass ich ready bin. Wirklich ready bin, mit den Sachen rauszugehen. Und das war ein langer Prozess für mich. Aber ich wusste auch, manche Dinge brauchen einfach Zeit. Weißt du, wir haben manchmal so große Ziele. Und bei mir war es immer so. Ich habe mich nie irgendwie zufrieden geben wollten. Ich habe mich nie zufrieden geben wollen mit irgendetwas, was ich nicht fühle. Und jetzt könnte man vielleicht das auch judgen und sagen, ja, aber manchmal kann man im Leben nicht immer das machen, was man möchte. Und ich sage ganz selbstbewusst dazu, das kannst du sehr gerne denken und annehmen, aber das ist nicht meine Lebensphilosophie. Ich denke, dass jeder Mensch in der Lage ist und auch dass der richtige Weg für jeden Menschen ist, das zu tun, was er fühlt, was ihn excited, worauf er Bock hat, worin er einen Sinn sieht und das ganz bedacht für sich wählt und sich dafür entscheidet. Und natürlich fängt das irgendwo schon an mit einem bewussten Mindset darüber. Und das nicht nur jetzt, sondern schon vor Jahren. Also ich habe schon vor Jahren gesagt, ich möchte dies und ich möchte jenes. Und dies oder jenes möchte ich nicht. Das war mir sehr, sehr wichtig. Und jeder zu seiner Zeit und jeder das, was er fühlt und wofür er sich bereit fühlt. Du musst das auch nicht machen, aber ich habe es einfach gefühlt. Und ich muss sagen, es hat sich immer so ergeben, dass es irgendwie funktioniert hat. Weil ich davon überzeugt bin, dass wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Egal, was es ist, egal, um was es geht. Unabhängig davon, dass ich an Manifestationen glaube und dass ich glaube, dass wir mit unseren Gedanken die Realität erschaffen, weil es meine Erfahrung ist und ich dafür 1000 Beweise habe, ist es einfach immer so gewesen und es wird auch immer sein, dass dein Mindset entscheidet, was aus deinem Leben passiert, was du aus deinem Leben machst. Du hast es in der Hand. Ich habe letztes Jahr gesagt, und ihr habt es jetzt wahrscheinlich auch in den aktuellsten Vlogs gesehen, dass ich wieder nach Thailand möchte. Und was ist passiert? Hier bin ich. Ich wollte auch in die Unterkunft, in der ich jetzt lebe, direkt am Beach, wo Eve gewohnt hat. Ich habe ja mit Eve einen Talk gemacht. Und jetzt bin ich wieder in dieser Unterkunft. Was heißt wieder? Ich war noch nie in der Unterkunft, aber ich habe mir das gewünscht und ich hatte ja Eve gefragt, ob sie einen Nachmieter hat und sie meinte nein und dann wusste ich, okay, perfekt, das ist meine Unterkunft und ich habe es manifestiert, weil ich hatte es letztes Jahr schon im Kopf, weil ich wusste, sie zahlt so wenig Geld und wohnt direkt am Beach an der besten Lage von Sri Tanu. Ich liebe es hier und ich bin unendlich glücklich und dankbar dafür. Und ja, jetzt nochmal zurückzukommen zu der ersten Zeit. Warum war es denn so schwierig für mich? Das ist so krass. Das ist eigentlich viel zu lang. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Aber ich versuche es so kurz wie möglich zu machen. Ihr habt ja die Vlogs gesehen, wo ich nach Amerika geflogen bin. Nach Kalifornien. Nach San Francisco. Übrigens so ein geiler Trip gewesen. Ich muss da unbedingt auch noch mal viel mehr drauf eingehen, weil San Francisco war wirklich die größte Lehre, die ich hätte haben können. Und das krasseste Erlebnis ever und einer der schönsten Erfahrungen zugleich. San Francisco an sich eine sehr geniale Stadt. Ich habe mich wohlgefühlt, oh mein Gott. Neuer Tag, neues Glück. Sorry Leute, aber was war denn da? Ah, meine Speicherkarte war voll, glaube ich, beim letzten Mal oder irgendwas war los. Ich konnte dann den Podcast nicht weitermachen, deswegen mache ich es jetzt ein paar Tage später weiter und habe jetzt eine neue Location. Ich sitze jetzt quasi bei mir vor der Haustür oder auch Zimmertür. Und ja, ich will einfach weitererzählen. Und zwar, es ist ja, wo bin ich stehen geblieben? Bei San Francisco, ne? Also es war ja ganz interessant, dass die Zeit in San Francisco oder auch der Ort San Francisco mich
also wirklich geprägt hat. Einmal natürlich, was ich dort erlebt habe, war krass. Aber auch die Stadt hat mich unfassbar beeindruckt. Also ich habe wirklich gedacht, wow, was für eine wunderschöne Stadt. San Francisco ist mega nice. Viele erzählen ja immer von den Obdachlosen. Also wirklich mit jedem Menschen, mit dem ich aus den USA oder anderen Leuten auch gesprochen habe, die erwähnen immer ja die Obdachlosen. Und ich muss sagen, ich habe nur, ich glaube, ein, zwei Obdachlose gesehen, die waren ein bisschen, ja, vielleicht auf Drogen verpeilt, die haben da irgendwas vor sich hingeredet, ein bisschen unheimlich auch auf der Straße, aber das war es auch. Ansonsten habe ich davon nichts mitbekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber an sich, San Francisco war halt schon eine geile Erfahrung, die ich dort hatte. Also es war natürlich sehr challenging, weil ich ja gewisse Erwartungen hatte und dann ja wegen einer Person da ja auch hingeflogen bin. Aber ich weiß auch jetzt, wenn ich reflektiere, dass das alles einen Sinn gemacht hat. Also diese Person, mit der ich da quasi war, ihr habt ja die Geschichte mitbekommen. Also die Leute, die mich richtig verfolgen, die auch meine Livestreams und so angucken, die haben die Geschichte mitbekommen, dass er mir diesen Flug geholt hat. Und das war ja alles aus dem Grund. Das war ja von Excitement bis hin zu Spiegelung von, hey Justine, einmal, wo setzt du deine Grenzen? Also ne, inwieweit lasse ich was noch zu? Aber auch reflektieren von wegen, was spiegelt mir diese Person da einfach, wenn er mir Sachen in den Kopf schlägt, wo ich denke, hä, krass, ist ja gar nicht selbstreflektieren von ihm. Also mir so ein bisschen die Schuld gibt für, weiß ich, wenn jemand zum Beispiel zu dir sagt, du bist so und so und das ist nicht cool oder das ist, du bist zu viel das oder du bist zu wenig von dem, wo man sich dann denkt, wie wär's denn mal, wenn du auch mal in dich reinschaust und mal überlegst, warum kommst du in so eine Situation, dass du das mit einer Person erlebst, weil das ist immer, was ich den Leuten erzähle, wenn ich über Manifestation rede. Ist einfach so, oder über Neville Goddard, everyone is you pushed out. Es ist einfach so, dass alles um uns herum ein Spiegel ist und es gibt da nicht dieses, ey, du bist schuld und wegen dir und du bist nicht gut, wie du bist. Nein, es ist immer, da ist ein Anteil in dir, der noch verstehen muss, dass das auch noch, was du ablehnst im Außen, noch in dir irgendwo herrscht und noch existiert. Und du darfst jetzt aber bewusst Nein dazu sagen im Außen und sagen, okay, diesen Teil, den habe ich noch irgendwo in mir, aber den möchte ich nicht mehr so haben. Und ich sage jetzt Nein dazu, denn das ist aus meinem alten Glaubenssystem entstanden. Well, das ist jetzt ein bisschen deep, aber ihr wisst ja, dass ich in diesem Thema sehr drinne bin. Und ich habe einfach gemerkt, okay, krass, ich muss auf jeden Fall jetzt nochmal selbst reflektieren, was noch in mir ist. Und dann war es ja so interessant, dass ich ja, also ich war ja bei einer Person und zwar von meinem ehemaligen Airbnb-Gast, den Tobi. Ich weiß nicht, ob ihr den noch kennt. Der hat mal bei mir gewohnt. Das ist super lange her schon. Und der hat mir ja seinen Kollegen empfohlen, bei dem ich schlafen darf. For free. Weil der immer Leute hostet. Einfach so. Ich glaube, der hat gerne Gesellschaft da. Und dann war ich bei dem und das war super interessant, denn ich kam da ja super enttäuscht und heartbroken-mäßig an. Und er war voll in diesem Thema drin. Es war total krass. Er hatte da auch 1000 Bücher liegen über diese ganzen Sachen. Und ich dachte mir, heftig, weil der selber auch ziemlich viel durchgemacht hat. Und ich weiß nicht, ob er in der Therapie war. Ich glaube auch das. Und also super krass, weil ich konnte halt mit ihm dann natürlich auch darüber sprechen und das auch so ein bisschen nochmal durchgehen. Und das fand ich auch wieder krass, so, wo ich mir dachte, wow, ich bin hier einfach gerade am richtigen Ort. Und der war auch super höflich, der hat mich immer zum Essen eingeladen. Ich habe ja auch in San Francisco, das war auch wieder so krass, ich habe einfach nichts ausgegeben. Nichts, außer die Taxifahrt, das Uber. Zweimal Uber habe ich ausgegeben, vom Flughafen zur Unterkunft hin und dann zurück auch. Von der Unterkunft zum Flughafen. Das war's. Ich habe keinen Cent für Essen ausgegeben, weil mich jeder Mensch dort eingeladen hat. Und es war auch nicht günstig da. Da kostet ein Essen so $20. Na, wenn ich überlege, jetzt hier in Thailand 2,50 €, ey, Massaman Curry und da einfach $19 oder so, oder 17 bis $20. Und ich wurde immer eingeladen. Und es ist nicht so, dass ich das erwartet habe. Oder, also ich würde auch niemals jemanden fragen, ob er irgendwie, also das gar nicht, was heißt fragen, das macht er ja sowieso nicht, aber auch gar nicht so darauf aus sein, so von wegen, hey, ich erwarte jetzt, dass mich hier jedermann einladen muss, aber es ist einfach passiert.
Das fand ich auch richtig krass irgendwie, weil man sagt ja San Francisco unfassbar teuer. Ja, für mich war San Francisco halt nicht unfassbar teuer. Ne? Also ich habe es da echt gut gehabt. Und ja, das war interessant. Ich war ja dann da 5 Tage, glaube ich. Ne? Krass. Ja, und dann bin ich nach Hongkong geflogen, Leute. Dann war ich ja einfach in Hongkong. Habt ihr ja in den Vlogs jetzt auch gesehen, Hongkong einfach am Start. Sehr interessant gewesen. Ich fand den Pandankuchen sehr lecker übrigens. Der war richtig geil. Ansonsten Hongkong, ja gut, auf dem Viewpoint, wo ich war, war auch interessant, mit der Bahn da auch zu fahren. Aber ich war halt alleine einen Tag in Hongkong. Ne? Bin mit meinem Koffer da durch die Gegend gerannt. Und das war jetzt nicht das Goldene vom Ei, sage ich mal. Aber ja, war eine Erfahrung wert. Es war auch sehr unkompliziert. Also eine SIM-Karte habe ich mir direkt am Flughafen geholt. Dann diese Karte, dass ich mit der Bahn da hin und her fahren kann. Also super simpel. Und nee, war cool, definitiv. Und dann bin ich ja in Thailand angekommen. Und oh Leute, also Thailand war ja... Also jetzt bin ich ja schon sehr lange hier. Ich bin jetzt ja schon 4 Monate in Thailand. Krass. Einfach 4 Monate in Thailand, Leute. Und das Zeitgefühl ist hier auch ganz komisch irgendwie. Und die ersten Wochen in Thailand waren Katastrophe. Ah, ich habe mich einfach so schlecht gefühlt, weil ich irgendwie so andere Erwartungen hatte. Und dann ist so meine Blase, meine Bubble von dieser Zukunft, die man sich so vorstellt, ist so geplatzt. Und ich glaube, es ist einfach so, dass wenn man viel rein investiert in etwas, Gedanken und Hoffnung, dass man, ja, man investiert in etwas rein und das bekommt Bedeutung und Wichtigkeit in dein Leben und dann auf einmal, boom, platzt das, weil du siehst, das wird alles nicht passieren, was du dir gedacht oder erhofft hast, und dann stehst du in dieser Leere da und dann bist du so ein bisschen verloren und weißt gar nicht, wohin mit dir. Und dann war es ja so, dass ich hier in Thailand angekommen bin, mein Cousin mich überrascht hat, der stand dann einfach da an der Fähre. Und ich dachte mir, wow, wie cool. Er hat mich einfach überrascht. Also es war unfassbar schön, dass er da war. Und richtig geil, dass er mich auch überrascht hat. Ich weiß das so sehr zu schätzen. Und es war echt schön. Ich habe das auch alles gevloggt, aber meine Kamera, Leute, das ist auch eine krasse Geschichte, wurde ja geklaut hier auf Koh Phangan mit meinem Mikrofon zusammen aus meinem Scooter heraus. Das ist so krass. Und ich habe die ganzen Sachen nicht mehr. Das heißt, alles... Das mit meinem Cousin, die ganzen Vlogs sind nicht da, aber vielleicht ist das auch ganz gut so, dass ich die Zeit so ein bisschen loslasse, denn es war schön, dass er hier war, aber ich war gar nicht in der Lage, das genießen zu können, weil ich einfach in dieser Enttäuschung und in dem Schmerz war. Und es geht gar nicht jetzt um diesen Mann oder so. Es geht darum, dass da irgendeine Enttäuschung und aus einer tiefen Wunde heraus entstand, beziehungsweise sich gezeigt hat und ich einfach gecheckt habe, oh krass, da ist noch was in mir, was noch wehtut und ich darf das jetzt endlich loslassen. Ich darf das jetzt endlich loslassen und auflösen. Und das war richtig heavy. Also mir ging es wirklich richtig, also gar nicht gut. Mir ging es gar nicht gut. Und das war so wertvoll und so wichtig, auch da reinzufühlen. Weißt du, es ist ganz, ganz wichtig, dass wenn du etwas heilen willst und auflösen willst, wenn du das ignorierst, dass da gerade ein Signal kommt und ein Schmerz im Körper entsteht oder auch, ne, also wo auch immer das im Körper ist, aber du fühlst dich emotional nicht gut, dann geh da auch rein und fühl einfach nur. Und das hat auch Benny ja zu mir gesagt. Er hat gesagt, mit dem ich auch einen Podcast gemacht habe, er hat gesagt, du musst gar nicht viel machen, du musst einfach nur fühlen. Und das ist es, einfach nur fühlen. Einfach nur reinfühlen und dann löst es sich wirklich auch auf. Und das musste ich machen. Und deswegen war es so schwierig für mich, irgendwie so, ja, so zu tun, als wäre alles super cool und ich bin mega happy. Es ist fast unmöglich. Also eigentlich ist es wirklich unmöglich für mich, sowas. Ich kann das nicht. Ich bin immer sehr authentisch und es macht mich auch aus. Und es war natürlich dann aber auch für meinen Cousin nicht so einfach. Aber ich denke mir dann auch, er ist ja auch zu einem bestimmten Zeitpunkt hergekommen, auch für sich. Ich glaube immer, dass alles so, wie es passiert und wie zwei Personen zusammenkommen, dass wenn dann eine Dynamik entsteht, dann entsteht das für beide Personen. Ich weiß nicht, was er daraus gezogen hat, aber es entsteht definitiv nicht nur für mich. Es ist immer für beide Seiten. Und das ist super wichtig, auch zu, ja, anzuerkennen und zu verstehen. Und man kommt dann auch viel mehr in den Frieden, wenn man versteht, hey, dass egal was ist, egal welche Situation du mit einem Menschen hast, es ist immer für euch beide. Es ist nicht nur für eine Person da. Genau. Und yes, was soll ich euch sagen? Es war krass hier in Thailand. Und dann war es irgendwie so, mein Cousin ist ja dann gegangen, nach 2 Wochen, glaube ich. Dann habe ich ja angefangen zu fasten.
weil ich einfach wusste, ich muss mir jetzt irgendwie mich heilen. Ja, und dann ging es mir schon sehr schnell viel, viel besser. Und dann, das ist immer so. Es ist immer so, wenn du so richtig am Arsch bist, wirklich und da richtig reinfühlst und es zulässt und es auch nicht ablehnst, dann kommt wieder der Sonnenschein. Es ist immer, immer, immer so. Aber lehn es halt nicht ab, sondern sag, yes, okay, das muss jetzt da sein. Und weil manche Leute sind ja so, du darfst so, die erlauben dir nicht, dich schlecht zu fühlen. Nein, Bullshit. Du musst dich manchmal auch schlecht fühlen. Das heißt nicht, dass du da jetzt verweilen sollst in einer Depression oder so. Nein, darüber reden wir jetzt nicht. Du sollst jetzt nicht negativ denken. Du musst das ja als was Positives betrachten. Und das mache ich ja mit meiner Achtsamkeit. Ich weiß, die Dinge passieren für mich und ich weiß, es passiert aus einem guten Grund. Aber traurig sein darf ich. Und traurig sein hat nichts mit Negativität zu tun. Es ist nichts Negatives, wenn du dich scheiße und traurig mal fühlst. Es liegt immer im Auge des Betrachters. Und du weißt ja dann, dass es für dich passiert und dass es aus einem Grund passiert. Und dann ist es auch völlig okay. Ja, und das habe ich so für mich auch erfahren dürfen, dass es auch okay ist für mich, dass ich abgefuckt und traurig sein darf. Ich darf das, ich darf mir das erlauben. Ich muss nicht immer nice und freundlich, obwohl doch freundlich schon, aber ich muss nicht immer, immer gut drauf sein, das will ich sagen. Ich muss nicht immer jedem Menschen zeigen, dass ich der glücklichste Mensch auf der Welt bin. Das ist kompletter Bullshit. Das ist absolut nicht authentisch, absolut nicht. Egal welcher Mensch da draußen ist, egal wie hoch du ihn ansiehst, jeder Mensch hat seine dunklen Zeiten, wo ihn nicht nach Lachen ist oder nach irgendwie Hihuhaha, weißt du, also dieses, ja, das Leben ist super cool immer, es ist super leicht und alles ist perfekt. Ja, ist es an sich, ist es schon alles perfekt, aber es ist einfach so, dass du es manchmal nicht fühlen kannst in dem Moment, aber das ist nur ein kurzer Moment. Und sich dessen bewusst zu sein, das ist halt auch key. Das ist, dann kommst du auch da, also dann komme ich auch besser damit klar, auch wenn ich weiß, es tut genauso scheiße weh. Ja, das ändert ja nichts, aber ich weiß, okay, ich vertraue so, ich bin so im Vertrauen, dass ich weiß, yes, das geht auch vorbei. Und so wie jede andere Emotion auch, es geht alles vorbei. Auch die schönsten Momente im Leben, die gehen vorbei. Das ist der Rhythmus des Lebens. Und das ist völlig okay. Und das durfte ich auch nochmal lernen. Und das war ein Gamechanger für mich. Und durch das Fasten kam ich wieder in die Verbindung zu mir. Und wenn ich in der Verbindung mit mir bin, im Fasten bin, was passiert? Du verlierst diese ganzen Zweifel und diese ganze Angst. Es ist aufgelöst. Wenn du fastest und in der Verbindung mit dir bist, dann weißt du, was wahrhaftig ist und du erkennst, wer du bist. Wenn du erkennst, wer du bist, dann ist dieses Ganze, was du denkst, wo du dir Sorgen machst, was dich einengt, was dir Angst macht, das löst sich auf. Das löst sich auf, weil du bist wieder bei dir, du bist in deiner Göttlichkeit. Und das war wunderschön, das zu erleben. Und dann begann so der Traum für mich hier auf Koh Phangan. Die ersten Leute connected. Am Anfang dachte ich ja, ich kann hier keinen Menschen connecten. Das ist mir alles viel zu spirituell. Ne? Diese ganzen, also alles so. Das ist viel zu anders, als ich bin, dachte ich immer. Ich bin ja schon auch spirituell und irgendwie bewusst und alles, aber es war mir noch eine Nummer zu krass. Und dann, aber langsam habe ich mich so eingelebt. Also es hat aber auch 2 Monate gedauert, glaube ich, wo ich richtig aufgegangen bin, wo ich mein Herz richtig geöffnet habe. Ich bin ja dann auch zum Ecstatic Dance gegangen, wo man einfach so frei tanzt, wie man möchte. Keiner verurteilt dich. Du darfst sein, wie du dich fühlst. Es geht auch nicht darum, dass man perfekt zum Rhythmus der Musik tanzt, sondern einfach du machst das, was du fühlst im Moment, wie du dich bewegen willst. Und das hat mich so geöffnet. Dann bin ich auch zum Singing Circle gegangen. Es hat mich auch krass geöffnet. Ich habe einfach gelernt, ohne Scham mich auszudrücken durch meine Stimme. Also ich habe einfach laut gesungen vor allen Leuten, ohne dass ich denke, oh, jetzt werde ich bewertet, verurteilt, wie sich das anhören kann. Und ich habe dann vom Gefühl heraus gesungen und ich habe dann richtig gemerkt, wow, ich habe sogar dann wirklich das Gefühl gehabt, ich kann sogar singen. So das Gefühl kam dann hoch, weil ich einfach so vom Herzen gesungen habe und dann kamen Leute auf mich zu oder saßen jemand und haben gesagt, wow, wie schön du singst oder was für eine Stimme du hast. Wo ich dachte, weißt du, warum das ist? Weil ich vom Herzen singe, vom Gefühl. Und ich habe einfach dadurch gemerkt, wie ich ins Gefühl komme. Ja, vom Tanzen und Singen zu die Leute annehmen, so wie sie sind. Die weirdesten Leute quasi, die weirdesten. Also es sind schon sehr interessante, ich sag mal interessante Leute hier auf der Insel. Weird klingt so ein bisschen negativ, aber ich sag ja auch, dass ich weird bin. Deswegen, also es ist nicht böse oder negativ gemeint, aber sehr interessante, spezielle Personen, die sich so ausdrücken, wie sie es fühlen, sehr authentisch sind und das steckt einfach an. Du lernst einfach, dich so zu
präsentieren und zu geben, wie du das möchtest. Und ohne, dass du Angst haben musst, dass jemand von außen dich verurteilt. Jetzt verstehe ich auch, was Julian Zietlow immer gesagt hat. Ich habe das ja alles verfolgt, durch Eve ja auch. Eve ist ja auch mit ihnen in Verbindung oder befreundet. Und ich habe ja mit Eve einen Talk gemacht und die hat mich ja auch sehr inspiriert, die Eve. Die hat ja auch gesagt, dass Pyramid, also dass Ecstatic Dance ihr Lieblingsveranstaltung ist. Und ja, ich habe das dann auch, wie gesagt, gemacht, dass ich dann zum Ecstatic Dance bin und so weiter. Und das ist jetzt so ein Ding, das macht man jetzt jeden Sonntag, einfach tanzen. Und früher hätte ich mich geschämt. Ich schwör's euch, ich hätte mich geschämt, mich irgendwie zu bewegen oder zu singen. Jetzt, ich sitze auf dem Scooter und singe laut. Ich würde auch durch die Straßen laufen und laut singen. Ich würde das meinetwegen auch in Deutschland oder in Mexiko machen. Ich scheiß drauf, weil du zeigst dich einfach. Du hast keine, das sagt immer, ich glaube, Jörn Siedler hat das gesagt, keine Schuld- und Schamgefühl. Du bist einfach, alles ist, du siehst dich einfach. Du nimmst dich, wie du bist und du weißt, du musst dich von niemandem irgendwie bestimmt zeigen, nur weil die das als komisch empfinden. Nein, du kannst machen, was du willst. Und wenn du machst, was du willst, dann bist du in deiner Power, in deiner Stärke. Und wenn du da bist, dann fügt sich das Leben so für dich noch mehr. Du bist einfach beschützt, bist behütet. Und das Gefühl ist so kostbar. Ich bin einfach unfassbar dankbar, dass ich diese Erfahrung hier sammeln darf und dass Kopangan mir so viel geschenkt hat. Und alle sagen ja manchmal, diese Insel ist so krass mit den Kristallen und. Und yes, ich fühle das auch. Es geht mir jetzt gar nicht darum, dass es jetzt eine Kristallinsel ist, weil du kannst dir selber in deinen Kopf überlegen, wie willst du das sehen? Ist das jetzt der magischste Ort der Welt oder nicht? Und dann fühlst du vielleicht krasser, keine Ahnung. Ich sehe einfach nur, dass hier sich die ganzen Menschen finden, die so mega bewusst sind und sich deswegen auch so krass supporten, weil es ist einfach so, dass du von einer Person viel mitnimmst. Also wir machen ja auch Dinge nach. Also es ist ja so, wir wachsen auf, ja, als Kind geboren mit unseren Eltern. Und was machen wir? Wir sprechen wie unsere Eltern, wir essen das, was unsere Eltern essen. Wir fühlen uns so, wie unsere Eltern sich fühlen, weil wir im selben, ich sag mal, Energiefeld sind oder was auch immer, wie du es nennen möchtest. Du hast ja denselben Lifestyle wie deine Eltern und so ist das auch hier. Also die ganzen Leute um dich herum, die inspirieren dich ja, die beeinflussen einen ja irgendwo. Und wenn alle so bewusst sind und conscious und so voller Liebe und so voller Annahme und dann, das ist, also du kannst dich gar nicht dagegen wehren, selbst wenn du es wollen würdest. Es passiert einfach. Und deswegen fühlt es sich so gut an, hier zu sein für mich, wegen der Community, wegen den Leuten. Auch wenn ich sage, okay, manche Dinge ist mir fast zu viel, also von den spirituellen Ritualen und Zeremonien, ich bin da gar nicht so, also ich finde schon, dass man das nutzen kann für sich, denn wir haben das ja alle aus einem Grund, auch erschaffen wir Menschen und das ist ja auch okay, aber ich fühle auch oft, dass ich das nicht brauche und dass es zum Beispiel mir auch viel hilft oder mir gut tut, wenn ich einfach in mich kehre, zum Beispiel faste oder so. Da merke ich, da entsteht die größte Heilung eigentlich und gar nicht so viel im Außen suche, welche nächste Zeremonie kann ich besuchen. Ich meine, Ayahuasca und so war schon krass, so safe, aber ich muss jetzt nicht zu jedem Ritual gehen. Aber wenn man daran glaubt, dann ist es wieder die Sache der Glaubenssätze. Also wenn du glaubst, dass das sehr hilfreich ist, dann wird es auch einen größeren Effekt wahrscheinlich auf dich haben, wie jetzt jemand, der gar nichts damit anfangen kann. Da muss ich auch ehrlich sagen. Aber Energien gibt es definitiv. Also ich spüre es ja auch. Ich spüre ja auch energetische Sachen und wie gesagt Pflanzenmedizin und so. Aber Pflanzenmedizin bringt uns auch nur zu unserem Ursprung zurück. Wenn ich jetzt LSD, ja, darüber rede ich öfters mal, weil ich da schon meine Erfahrung gesammelt habe. Es ist so, wie der natürliche Zustand, du hörst ja dann Dinge krasser oder auf Pilze ist ja auch so, auf einmal, so wie alle Filter sind auf einmal weg. Du hörst, du fühlst anders, du nimmst alles einfach so bewusster wahr, dass diese Dinge, wo dein Fokus geht, die nehmen so viel Raum ein und die umhüllen dich, wie zum Beispiel auch die Musik. Wenn du Musik hörst, und einen LSD-Trip hast, sag ich mal, dann ist so, als wärst du in der Musik. Und ich glaube, dass das ja auch das wahre Potenzial in uns ist, diese Dinge so erfahren zu dürfen. Ist ja nicht so, dass die Droge uns was zusätzlich gibt, sondern irgendwas befreit, dass wir in der Lage sind, mit unseren Sinnen das erleben zu dürfen. Also das ist super, super interessant. Es ist super, super interessant.
Das ist genauso, wenn du Alkohol trinkst zum Beispiel, da ist es ja genau andersrum. Da wirst du betäubt. Ne? Dann zum Beispiel hörst du die Dinge nicht so laut, fühlst es nicht so. Zum Beispiel, wenn du betrunken bist, weißt du ja selber, ist dir nicht kalt, ist es nicht zu laut. Alle Betrunkenen schreien sich ja immer an, weil die hören halt nicht, die sind betäubt. Ja? Du kannst irgendwo gegenlaufen, es tut dir nichts weh, du bist wirklich betäubt. Und bei den anderen Pflanzenmedizinen oder jetzt, ich sag mal, Mushrooms oder LSD ist es eher so, dass du genau das Umgekehrte bist. Du bist mehr in der Wahrnehmung. Du bist am Start, du bist sehr bewusst und du fühlst einfach mehr. Total interessant, also ich finde es mega spannend. Und ja, ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass hier auf Koh Phangan ist so viel bewusstes Sein. Und das ist natürlich total unterstützend für die persönliche Entwicklung und für die Heilung, weil du kannst vor allem auch hier sehr viel reflektieren. Du kannst ja mit Leuten dich hier über all diese Themen, die dich beschäftigen, diese menschlichen Themen und dieses zum Wachsen und ne, dies, das, jenes, kannst du alles besprechen. Mit jedem fast, weil jeder, sehr viele Leute fühlen das und verstehen das. Ich will nicht sagen, die ganze Insel ist so, aber definitiv die Conscious Community. Und da gibt es teilweise sehr interessante Personen. Auch der Tim, der neben mir jetzt wohnt, mit dem will ich auch unbedingt einen Talk machen, sehr, sehr spannend. Oh mein Gott, also so eine Leute habe ich woanders auch noch nie getroffen. In Mexiko gibt es zwar auch sehr interessante Leute, aber so krass wie hier, es ist wirklich unfassbar, unfassbar wertvoll. Und ja, also Koh Phangan, Leute, krasse Erfahrungen. Ich habe jetzt, wie gesagt, die 4 Monate hier. Ich habe ja, die haben jetzt ja auch Visa-Bestimmungen verändert. Das ist so genial. Das passiert mir immer. Ich schwöre euch, Leute, ich bin gesegnet. Es war damals in Mexiko auch so. Auf einmal gab es ein neues Visa. Von heute auf morgen gab es die Möglichkeit, ein 4-Jahres-Visa zu beantragen, wo ich dachte, krass, das war ja nie möglich. Und jetzt auf Koh Phangan ist es auch so, dass du auf einmal, ab dem 16. Juli, darfst du auf einmal unendliche Border Runs machen. Und davor waren immer nur 2 pro Jahr erlaubt. Jetzt kannst du so viel machen, wie du willst. Das ist so krass. Und jetzt gibt es auch ein digitales Nomadenvisa. Weiß ich jetzt nicht, ob ich das bekommen kann, was da noch für Regelungen sind, ob das jetzt für mich interessant ist. Aber allein diese Border Run zu machen, ist doch mega. Aber ich habe halt jetzt ein Problemchen. Mal gucken, wie sich das auflöst. Und zwar, ja, das ist interessant. Ich weiß gar nicht so richtig, was ich machen soll. Oh, vielleicht sollte ich das Video direkt hochladen. Vielleicht könnt ihr mir helfen, Leute. Dann lade ich das Video jetzt schon mal hoch. Ah, dann kommen die Vlogs später, dann wisst ihr gar nicht richtig, um was es geht. Dann könnt ihr neugierig sein, könnt ihr die Vlogs noch am Ende gucken. Ist eigentlich egal. Es geht darum, dass mein Reisepass am 24. Februar abläuft. Und du darfst ja nicht in ein anderes Land einreisen, wenn es nicht mehr 6 Monate gültig ist. Und mein Reisepass ist nur 5 Monate und 20 Tage gültig oder so. Ich kann hier einen Border Run machen, das ist kein Problem mit Mr. Kim. Aber ich überlege gerade. Kostet übrigens, der Border Run kostet 5.900 Baht, glaube ich, und nochmal 500 für die Unterkunft, also 6.500 ungefähr. 150 Euro circa. Ist jetzt ein bisschen teurer, weil du dafür aber auch 2 Monate direkt bekommst, wenn du einreist und noch 1 Monat hier verlängern kannst. Jetzt ist halt die Frage, ob ich, also diesen Border Run kann ich jetzt machen, dann kriege ich nochmal 2 Monate, aber dann müsste ich ja quasi im November hier verlängern auf Koh Phangan. Jetzt weiß ich nicht, ob das geht, wenn die sehen, dass mein Pass im Februar abläuft. Oder vielleicht geht das, vielleicht auch nicht. Frage ich gleich mal Mr. Kim nochmal, denke ich. Und ich habe jetzt auch gehört, dass ich meinen Reisepass, also ich muss nach Deutschland, um meinen Reisepass zu verlängern, weil ich in Deutschland gemeldet bin. Ich bin ja tatsächlich noch in Deutschland gemeldet. Ich glaube, das wissen viele nicht. Ich habe mich ja nie abgemeldet, weil ich dachte, warum? Also ich musste mich nie abmelden, keine Ahnung. Also es gab nie einen bestimmten Grund. Und jetzt frage ich gerade, wie mache ich das am besten? Soll ich mich abmelden und dann meinen Pass in Bangkok beantragen? Wäre das sinnvoll? Oder fliege ich nach Deutschland, beantrage ihn da? Oder gibt es irgendeinen anderen Weg? Falls das irgendwer weiß, sehr gerne in die Kommentare. Ich kann natürlich auch bei der Botschaft nochmal anrufen. Das sollte ich auch sowieso machen. Aber ich glaube, ich glaube, was ich heute zu tun habe, denn ich muss am 5. ausreisen heute und heute ist der 2. Ich fahre jetzt gleich mal zu Mr. Kim, mache das klar, dass ich den Border Run mache. Und dann bleibe ich, glaube ich, noch 2 Monate hier, weil ich habe echt überlegt, ob ich jetzt in 2-3 Tagen einfach nach Deutschland fliege für einen Monat, dort meinen Reisepass mache und dann frei bin. Weil jetzt, ich bin quasi nicht free. Ich kann jetzt in den nächsten 2 Monaten nicht irgendwo einfach hinreisen, weißt du? Ist halt schon ein bisschen komisch. Komisches Gefühl. Aber am Ende des Tages kann ich auch einfach nach Deutschland reisen und mir einen Reisepass dort beantragen und dann, ja. Ja, Leute, was soll ich euch sagen? Das ist der Struggle of my life hier in Thailand. Aber alles cool. Also meine Erfahrung war immer, dass sich alles immer fügt, egal was es war. Egal, ob das was mit einem Visa zu tun hat oder mit einem Pass. Entschuldigung. Es wird sich fügen. Und ja.
Ich hatte auch vieles vor, Leute. Ich hatte vieles vor. Ich hatte vor, hier Talks zu machen. Ich hatte vor, Interviews zu machen. Ich bin mal gespannt, ob sich das noch fügt. Aber ich fühle hier dieses Interview-Ding gar nicht. Ich fühle hier auch gar nicht so viel Instagram-Stories zu machen und so mein Leben zu teilen. Ich habe jetzt zwar schon Vlogs gemacht, ein paar aus Thailand, aber jetzt wirklich hier so mein ganzes Leben zu teilen. Ich weiß nicht, warum ich das hier nicht fühle. Ich fühle mich hier auch mega oft müde. Ich bin zum Beispiel auch, ich weiß nicht, ob es an der Zeitumstellung liegt zu Mexiko, aber ich komme nicht aus dem Bett. In Mexiko stehe ich um 6 oder 7 auf jeden Tag. Da bin ich auch voller Energy immer. Und hier ist es gar nicht so. Hier bin ich eher so mega lazy. Ich bin irgendwie so entspannt die ganze Zeit. In so einem friedlichen, entspannten Modus. Ist ja auch nicht schlecht, aber ich denke mir so, wo ist meine Lebensenergie hin? Also, was ist das? Warum bin ich so im Chill-Modus die ganze Zeit? Finde ich total spannend, das zu beobachten. Keine Ahnung, warum das so ist. Wirklich, also wirklich jetzt, Leute. Ich weiß es nicht. Ich habe echt keine Ahnung. Ich finde das so komisch. Ich komme auch nie so richtig drauf klar. Ne? Normalerweise gehe ich auch spazieren jeden Tag meine 7 bis 14 Kilometer hier. Forget it. Ich bin noch die ersten, glaube ich, 2 Wochen bin ich hier spazieren gegangen. Ich gehe hier nicht spazieren. Hier gibt es gar keine Straße, wo man spazieren geht. Am Beach kann ich hier spazieren gehen. Ich wohne ja direkt am Strand. Also ich wohne ja wirklich direkt am Strand. Das ist so krass für 250 Euro im Monat, Leute. Ich habe zwar nur ein Zimmer hier, aber ich habe coole Nachbarn und ich liebe es hier zu sein. Aber ja, so also spazieren und so mache ich nicht, ne? Ich habe zwar auch ein Gym um die Ecke, was auch mega nice ist, mit einer geilen Spa-Bereich, so Sauna, Eisbad und so, richtig cool, aber auch da gehe ich nicht hin. Ich frage mich, was ist los mit mir? Was ist das für eine komische Phase, die ich hier durchlebe? Habe ich noch nie so gefühlt. So eine Trägheit und so eine so slowly alles. Ich bin hier mega auf entspannt unterwegs. Das könnte man meinen, liegt das daran, weil die alle rauchen? Ist das so eine entspannte Energie einfach? Aber ich glaube nicht, weil in Mexiko rauchen auch viele. Also ich meine jetzt Weed, viele, also hier ist es ja erlaubt, ja. In Mexiko ist es nicht erlaubt, aber es machen viele. Es ist deswegen so alles so tief entspannt, aber ich glaube nichts, hat damit, glaube ich, nichts zu tun. Es wundert mich einfach nur, dass ich hier so auf diesen Chiller-Modus unterwegs bin. Auch so mit Social, ich muss mir auch in den Arsch treten, dass ich wieder mal hier ein bisschen Start bin für euch. Es tut mir leid, aber ich gehe selber meine Phasen durch und ich versuche, so gut es geht, Sachen mit euch zu teilen, aber ja, ich weiß auch nicht. Ich kann es auch nicht erzwingen. Ich bin halt eine Person, ich erzwinge nichts. Und es muss immer authentisch aus dem Herzen kommen. Ich kann ja nicht sitzen und irgendwie auf Zwang irgendwas erzählen, was ich gar nicht fühle. Das bin ich nicht. Das bin ich nicht. Und ja, aber ich fühle auf jeden Fall, dass ich jetzt wieder Bedarf habe, mit euch zu teilen. Und ja, Leute, was soll ich sagen? Ich bin in Thailand. Ich habe keine Ahnung, wie es weitergeht. Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt überlegt, ob ich nach Bali fliegen soll, aber es geht ja nicht wegen meinem Pass. Und ich denke mal, ich bin einfach noch in Thailand. Mallorca wollte ich dieses Jahr machen, habe ich nicht gemacht, weil ich es nicht fühle. Ich fühle es gar nicht, nach Mallorca zu fliegen. Ich fühle auf jeden Fall Mexiko wieder, spätestens im Frühling. Habe ich so im Gefühl, dass ich da sein werde, aber wer weiß, was hier noch passiert. Hier ist auch jeder Monat anders. Es ist hier immer so eine Welle an Leuten, die kommen und gehen. Auch jetzt, ich glaube, es hat was mit dem Visasystem zu tun. Es war jetzt zum Beispiel so, und das stimmt, das war nach 3 Monaten, war es so, dass auf einmal super viele Leute gegangen sind. Ich mir dachte, krass, wie können so viele Leute auf einmal alle gehen, auf einen Zeitpunkt? Wie kommt das? Ich glaube, das ist halt, weil, ja, wie gesagt, mit dem Visa, ne? Es ist hier ja nicht so wie in Mexiko, dass du 6 Monate hast. Und dann hast du irgendwie das Gefühl, dass alle gehen. So. Und dann denkst du, krass, jetzt bin ich hier wieder irgendwie wie an Anfang, so ein bisschen lost, ja? Aber ich habe jetzt schon ein paar gute Leute hier, Freunde, wo ich sage, es reicht mir auch. Ich will gar nicht so viele Leute haben. Mit denen bin ich also wirklich dicke und fühle mich wohl und habe so meinen Support hier. Es sind auch Herzensmenschen, die sich wirklich für dich interessieren. Und oh, ich könnte euch so viel noch erzählen von Kupangan, wie die Leute hier einfach sind. Die sehen dich einfach. Echt jetzt. Und du darfst einfach dir auch erlauben, dich so auszudrücken, wie du es fühlst gerade. Es ist okay. Keiner ist sauer auf dich. Keiner judgt dich. Das ist so geil. Es ist einfach wirklich frei. Freiheit ist das. Ja. Ja, ich würde sagen, Leute, wenn ihr Fragen habt zu Kupangan, sehr, sehr gerne jetzt in die Kommentare. Wart ihr schon mal auf Kupangan? Habt ihr es schon mal gefühlt? Seid ihr auch Conscious Community am Start? Ja, teilt mal was mit mir. Wo gibt es noch Conscious Communities? Würde mich auch interessieren. Ich weiß, Bali ist noch so ein Platz. Guatemala, Mexiko, Costa Rica. Wahrscheinlich Indien. Ja, Indien, safe Indien. Wahrscheinlich noch sehr viele andere Orte, aber ja, würde mich mal interessieren, ob ihr da noch
vielleicht Erfahrungen habt. Und ansonsten wünsche ich dir erstmal einen wunderschönen Tag. Liebe Grüße aus Koh Phangan, Leute. Wir sehen uns im nächsten Podcast wieder. Dann erzähle ich wieder, was so passiert ist. Und sorry, dass die ganzen Videos so lange hinterherhängen. Ich habe jetzt ja ganz viele Videos im Vorlauf. Ich gucke, dass ich die, ich weiß nicht, ob ich die vielleicht in kürzeren Zeitraum hochlade. Ansonsten gehen die Vlogs noch bis November, glaube ich. Okay, also, ich wünsche dir noch was und dann bis bald, deine Justine. Was wolltest du gerade noch sagen? Achso, like das Video, abonnieren nicht vergessen. Genau. Die Glocke aktivieren. Die Glocke aktivieren, genau. Das mache ich auch gleich, das habe ich noch nicht gemacht, das mache ich auch gleich. Ich habe schon abonniert. Sehr gut. Ich hab abonniert, Junge! Mann!